Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute zusätzliches Video, denn ich möchte euch eine Innovation vorstellen. Beim Backen, was ist der Nachteil beim Brotbacken? Die Zeit, die man investieren muss, der Teig muss immer sehr lange aufgehen. Je nachdem 8 bis 12 Stunden über Nachtgare, Kühlschrankgare. Und da gibt es jetzt ein innovatives Produkt, das Fermentmehl. Das hat Hefe und Sauerteig schon drin und verspricht keine Wartezeiten mehr ohne irgendwelche Nachteile. Also wir haben die Fermentation, wir haben alles. Hier hat schon Sauerteig und Hefe drin. Wir schauen uns das mal an. Das gibt es in verschiedenen Granulationen, das Ganze. Ich habe jetzt hier einfach mal ein 550er Mehl. 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Mehl mische ich mir zusammen. Das Ganze wird jetzt gemischt. Und das merke ich hier schon während dem Rühren. Guck dir das mal an. Der hat schon voll fermentiert. Richtig schön, wie der schon aufgegangen ist. Schon während dem Rühren. Da kann man fast gerührt in den Backofen rein. Ist zwar jetzt nur am Vorteig. So. Das war's. Runterwischen und die Hände waschen. So, das war's. Und guckt euch das mal an. Der Teig ist schon aufgegangen. Der hat schon fermentiert, hat sich schon mehr als verdoppelt. Kann man gleich weitermachen, ohne Wartezeit. Dann geht's schon an den Hauptteig. Hier der Vorteig mit dazu. Hier im Hauptteig habe ich auch Fermentmehl. Das Ganze schließen und zu einem Teig kneten. So, Teig ist fertig geknetet. Etwas Mehl auf den Tisch. Und guck dir das an. Der ist schon ready zum Formen. Richtig luftiger Teig. Schon super aufgegangen. Die Gärboxen braucht es gar nicht mehr. Da kann man direkt weitermachen. Super, da spart man Zeit. Unglaublich. Mache ich hier zwei Brote raus. Die forme ich mir. Extrem luftiger Teig. Und merke gar keinen Unterschied, ob jetzt der hier 4-5 Stunden Stockgare gehabt hat oder direkt zur Maschine raus. Wunderbar. In einen Gärkorb rein und ja, und direkt in den Ofen reinschieben. Die Gärkörbe sind eigentlich völlig überflüssig. Ist schon aufgegangen, ready zum Backen. Perfekte Stückgare. Reinschneiden und abschieben. Zweite noch einschneiden und fertig. Anschnitt. Das Backen dauert bei diesem Brot am längsten. Und ja, wunderbar gelockert. Ohne Wartezeit. So ein Brot zum Ofen rauszuziehen. Es riecht auch wie ein fermentierter Teig, der lange geruht hat. Aromatisches, knuspriges Brot, wie eine lange Gare, wirklich cool. Das Zaubermehl ist unterhalb vom Video verlinkt. Unbedingt mal draufklicken und schauen, wo es das Ganze gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Lass mir einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.